Die Schlager-News des Tages im Gala-Ticker. Marie Reim, Tränen und Angst um ihre vermissten Hunde, plus, bleibt Florian Silbereisen weiterhin Kapitän auf dem ZDF-Traumschiff? Plus, Beatrice Egli feiert Erfolg mit emotionalem Jahresrückblick. Schlager 2023. Alle Infos und News zu ihren Schlagerstars im Gala-Ticker. 8. Januar 2023. Marie Reim. Tränen und Angst um ihre vermissten Hunde. Marie Reim, 22, ist fertig mit den Nerven. Ihre geliebten Hunde waren weggelaufen und versetzten die Sängerin in eine so schlimme Panik, wie sie sie wohl noch nie zuvor in ihrem Leben verspürte. Mein schlimmster Albtraum. Ich habe so schlimm geweint. Es hat jede Sekunde gezählt. Die eine war doch noch ein Baby und die andere hat mich durch die bisher schwersten Zeiten meines Lebens begleitet. Meine Arme kribbelten. Ich spürte, dass ich gleich umkippen muss. Ich bin viel zu schnell gefahren. Habe jeden angeschrien, der im Weg stand. Ich hatte so eine Angst, schreibt Marie auf Instagram. Die größte Angst der Tochter von Matthias Reim, 65, Michelle, 50, die beiden Hunde könnten von einem Auto angefahren werden, bewahrheitete sich zum Glück nicht. Der jüngere Hund war vor Panik nach Hause gelaufen, der ältere Hund wurde mit Hilfe der Feuerwehr gefunden. Carla ist sehr fixiert auf mich. Ich habe sie damals viel zu jung und verwahrlost aufgenommen und großgezogen. Sie hat das Gefühl, dass sie ohne mich sterben könnte. In Tränen ausgebrochen suchte ich weiter und befragte alle Menschen, die mir in die Quere kamen. Irgendwann rief ich die Polizei. Es gab eine Meldung. Die Feuerwehr wurde von jemandem gerufen, weil ein schwacher, humpelnder Hund durch die Gegend lief. Sie lebt. Die Feuerwehr hat Carla Gott sei Dank gerettet und zu einem Tierarzt gefahren. Nun muss Marie zusammen mit ihren Hunden erstmal wieder zur Ruhe kommen. 6. Januar 2023. bleibt Florian Silbereisen den ZuschauerInnen in seiner Paraderolle als Kapitän Max Pager erhalten? Das Traumschiff punktet bei Jung und Alt, hatte am zweiten Weihnachtstag wie gewohnt starke Quoten. Mit mehr als 5 Millionen ZuschauerInnen sicherte sich die Sendung mit Florian Silbereisen, 41, den Sieg in der Primetime. Vor allem Kapitän Max Pager, verkörpert von Florian Silbereisen, scheint die Fanherzen im Sturm zu erobern. Doch wie lange noch müssen die ZuschauerInnen zittern, dass der Entertainer seine Rolle an den Nagel hängt?